Beim letzten Mal ist es mir gelungen, die Gleise miteinander zu verbinden. Ich habe jetzt hier den schönen Schienenstrang. Jetzt müssen noch die Kabel angelötet werden, Loch durchbohren und fertig ist die Elektrik und dann können die Schienen aufgeleimt werden. Aber zuallererst gehe ich jetzt noch mal dran und setze noch eine Schicht von den Styropor-Dingern auf, denn das ist zeitkritisch, was so viel heißt wie der Kleber muss ja mal trocknen, ehe die nächste Schicht drauf kann. So, ich schneide mir ein Stückchen zu. Das scheint auch schon ganz gut zu passen. Scharf ist das Bild auch noch. Dann wollen wir mal den Leim drauf. Oh, was für ein Bogen drin. So, nur aber den Leim drauf. Und jetzt hole ich mir ein frisches Stück von dem Styropor. Na, noch ein scharfes Bild. Und da kann ich mir jetzt ein derbes Stück rausschneiden. Ja, das kann auch schon verleimt werden.
Check nochmal, ob jetzt alles wieder scharf ist auf dem Bild. Ja, sieht so aus. So, jetzt glätte ich das hier am Rand noch mal ein bisschen. Und dann kann der Bursche ja auch schon angeleimt werden. Ich check mal eben nach, ob das noch irgendwie... Oh ja, das sollte etwas näher an dem Rand. Und das ist ja wieder für gemacht. So, alles kriegt jetzt seinen Druck, damit es vernünftig antrocknet. Und ich mache noch mal eine kurze Probefahrt hier auf dem Gleis. Na, schon ein bisschen wackelig, aber geht schon. Jetzt wäre aber auch die Gelegenheit, meine neuen Loren auszupacken. Dann können die gleich auch noch eine Probefahrt abliefern. Denn ich habe jetzt ein paar Torfloren. Hopsala. Ja, geht so. Da möchte ich aber noch gerne was dran tun, um das Fahrverhalten zu verbessern.
Gezogen haben die Biester sowieso nie ein Problem.